Warum haben Sie sich für Justin Hekeren und nicht für den, der wahrscheinlich bei allen auf der Eins stand, Ron Torben Hoffmann, entschieden? Ich kann darüber ganz kurz antworten. Die Entscheidung war Kiff-Kiff. Es war 51-49%, so es war keine einfache Entscheidung. Das ist ganz klar. Das war die Leistung für mich, was Justin hat gemacht in die Preseason. Die letzten 6 Wochen war für mich ganz gut. Ich habe auch seine Evolution gefolgt, den Patrimas Mechlen, die letzten 6 Monate. Und das war auch sehr gut. Und jetzt für mich hat Justin mich geschaut, dass er klar ist für die nächste Stab. Justin hat das Momentum genommen, das ist ganz klar. Ich glaube, dass beiden 50-50% waren bereit und sehr gut, aber Justin hat das Momentum genommen. Er hat die letzten 3-4 Wochen sehr gute Leistung gemacht und am Ende habe ich mein Gefühl gefolgt. Wenn für mich etwas nicht klar und deutlich ist, dann folge ich mein Gefühl und das ist mit Justin.